Hey Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Jojo Vogel und ich bin heute bei einer Obby, wo ich anscheinend durch die Zeitreise oder so. Was steht hier? Willkommen bei Escape the Time Obby, also entkomme vor der Zeit. Kannst du alle 150 Stufen schlagen und das Ende erreichen? Na, da wollen wir ja wohl mal drauf wetten, dass ich das kann. Ich bin schließlich der allerbeste Obby-Spieler, den es überhaupt gibt. Also los geht's, mein Fortschritt wird gespeichert. Das ist natürlich super. Fall nicht ins Wasser. Okay, dann werde ich das am besten auch nicht tun. Und ein Checkpoint, erster geschafft. Oh, was ist denn mit den Bäumen passiert? Warum sind die denn so umgeknickt? Das ist ja voll doof. Vorsicht vor den Lasern. Ist das Laser? Ich dachte, das wäre Lava. Bin ich jetzt eigentlich noch in so prähistorischen Zeiten bei Dinosauriern? Wenn ich jetzt durch die Zeit reise, wahrscheinlich kommt da doch alles vor, oder? Warte auf das los und springe drauf. Oh, da ist es. Schnell drauf springen, bevor es wieder weg ist. Das ist so langsam, da müsste ich dann ja Ewigkeiten warten. Und jetzt komme ich ab auf die andere Seite. Und ich kann drauf springen. Geschafft. Nächster Checkpoint. Dann einfach hier weiter lang. Und jetzt sind hier so ein paar Knochen. Das ist echt wie so, wenn die Zeichnung von Höhlenmenschen wie Familie Feuerstein oder so. So riesige Knochen. Und weiter hier über die Laserlava, nenne ich das mal. Okay, Vorsicht, hier nicht fallen. Ich versuche am besten nirgendwo zu fallen. Aber ich kann hier ja ganz gut am Rand vorbeilaufen. Geschafft. Also richtig doof eigentlich, dass die Bäume umgeknickt sind, aber gut für mich, weil ich dann so lang komme. Und auch gut, dass diese riesigen XXL-Knochen hier im Boden drin sind. Ich meine Wasser. Im Wasser drin sind natürlich. Dann hier wieder rüberlaufen und jetzt geht's nach oben. Geschafft. Oh oh, hier ist wieder ganz schön viel Laser. Laserlava. Okay, darüber. Einmal hier rumlaufen und... Da muss ich gar nicht mehr springen. Aber hier schon. Oh nein, ich bin ins Wasser gefallen. Mist. Da habe ich nicht gut genug die Leertaste gedrückt, um zu springen. So. Aber hier komme ich auf jeden Fall lang. Vorsichtig, da ist wieder Laserlava. Und hier rüber springen. Und nächster Checkpoint. Und jetzt muss ich tatsächlich auf das Los warten, bis das mal wieder da ist. Oh Mann. Okay, da kommt schon wieder. Da hat gar nicht so lange gedauert. Jetzt darf ich hier bloß nicht reinfallen, sonst muss ich das doch mal machen. Das wäre ja richtig doof. So, möglichst nah dran. Und Sprung! Geschafft! Vorsichtig, noch mehr. Oh Mann, schon wieder nicht so gut gesprungen. Okay, versuchen wir es nochmal. Aber guck mal, da ist ja noch jemand. Der hat ein cooles Cape. Und jetzt haben wir schon 20 Stufen geschafft von 150. Also ist doch ganz schön was vor mir hier. So, hier über die Knochen drüber. Und wahrscheinlich wird es auch nicht einfacher, je weiter ich komme. Aber das hier ist doch relativ einfach. Wieder über die abgeknickten Bäume. Die ergeben hier so einen ganz coolen Kreis. Witzig. Und jetzt geht es etwas weiter nach oben. Oh oh, der Typ mit dem Cape ist runtergefallen. Hier lang. Und, ein Portal. Okay. Ach so, das war Jurassic. Wie Jurassic Park. Und jetzt bin ich im Tempel. Okay. Hat das dann sowas mit Azteken und Maya und sowas zu tun? Dann ist das aber ein ganz schön großer Sprung. Also, Jurassic, das ist ja noch mit Dinosauriern. Und wenn ich jetzt im Tempel bin, das wird ja auf jeden Fall vom Menschen gemacht sein. Also, da sind wir jetzt aber ganz schön krass durch die Zeit gewandert. Okay, Vorsicht vor dem Feuer, alles klar. Feuer weg. Oh nein, ich bin einfach weitergelaufen. Ups. Dann warte ich hier, bis es weg ist. Tschüss. Feuer. Ja, geschafft. Und Checkpoint. Hier über die Ecken springen. Aber sehr cool, dass das hier alles die Welten so unterschiedlich designt sind. Das finde ich sehr, sehr gut. So, dann gehen wir jetzt hier rüber. Nächster Checkpoint. Das wohl Treibsand da auf dem Boden? Da darf ich da wahrscheinlich wieder nicht reinfallen. Bei Treibsand, da wird man einfach verschluckt. Aber das passiert zum Glück nicht so häufig. Vor allem nicht da, wo ich wohne. Da gibt es gar kein Treibsand. Weiß gar nicht, gibt es Treibsand eigentlich wirklich? Oder ist das nur etwas, was sich Leute ausgedacht haben, die Serien und so gemacht haben? Weil ich kenne es eigentlich nur aus Film und Serien. Ich weiß gar nicht, ob es den echt wirklich gibt. Warte auf den sich bewegenden Boden. Okay. Geschafft. Und auch geschafft.
hier über diese Felsen weiter rüber. Hopp, hopp, hopp. Ab durch den Tempel. Ups. Oh nein, ich bin im Treibsand gelandet. Und jetzt bin ich auch noch gegen die Laserlava gegangen. So ein Mist. Ich dachte, Lava gibt es. Warum ist die Lava denn eigentlich hier im Tempel? Also, ich kann es verstehen, bei den Dinosauriern, da sind ja dauernd Vulkanausbrüche und so. Aber hier? Naja. Ist halt auch eine Obby. Und der nächste Checkpoint. Also ganz schön einfach eigentlich hier, muss ich sagen. Und, oh, wo gehe ich denn jetzt lang? Da oder da? Ich gehe hier lang. Ich glaube, beides wäre okay gewesen. Oh, hier ist wieder Boden, der einfach verschwindet. Muss ich warten, bis er wieder da ist. Und ab hier rüber. Hopp, hopp, hopp. Geschafft. Oh ja, da hinten sehe ich auch schon das Portal. Dann geht es gleich weiter ins nächste Zeitalter. Da bin ich ja mal gespannt. Ist das vielleicht schon Mittelalter oder so? Ist hier hinter noch was? Nein, okay. Dann gehen wir jetzt von Tempel in. Mittelalterlich! Oh, bin ich gut. Bin so schlau. Dann erstmal hier über die... Ach, wie nennt man diese Art von Brücke denn? Seilbrücke? Also eine Zugbrücke ist es ja nicht. Hm. Naja, ich bin auf jeden Fall drüber. Hier sind schon wieder so Bäume umgeknickt. Oh Mann, wer macht das mit den Bäumen denn? Und hier kommen jetzt auch endlich mal Steine und so. Eine Steinfestung. Ab nach unten und hier ist schon wieder Laserlava. Naja, die gibt es halt hier überall. Ist ja auch nicht so, als ob Vulkane nicht auch später noch ausbrechen können. So, hier rüber. Ich habe jetzt gleich schon 60 Stufen. Das heißt, ich habe schon über ein Drittel geschafft. Was sind das denn? Schatzkisten? So, hier weiter lang. Okay, hier gab es verschiedene Möglichkeiten. Oh, schnell, die Schatzkiste bewegt sich. Ich muss schnell drauf, bevor sie weg ist. Ich habe keine Lust, immer so lange zu warten. Und geschafft. Und da ist auch schon das Portal. Dann sehe ich schon mal, wo ich lang muss. Sehr gut. Und, oh, ein Wasserfall. Oh nein, ein blöder Wasserfall. Oh, ich habe ihn schon wieder berührt. Okay, vorsichtig springen und noch einmal. Und jetzt muss ich hier nach oben klettern. Aber das ist doch ein Klacks für mich, Julian Vogel, der Zeitreisende. Hier einmal über die Burg rüber. Sehr cool. Eine schöne Burg. Oh, oh, nein, ich habe die Küste verpasst. So ein Mist. Oh, jetzt muss ich warten. Oh, da kommt sie schon wieder. Ein Glück. Und drauf springen. Los geht's, ab in die andere Richtung. Geschafft. Und ab ins nächste Portal. Was kommt jetzt? Vielleicht so ein Cowboy-Zeug oder so. Ah, Wikinger. Auch nicht schlecht. Dann sind wir jetzt im Wikinger-Zeitalter. Kommt wohl noch Cowboy-Zeugs? Ich mir gut vorstellen. Und eigentlich müssten wir auch noch in die Zukunft. Aber wir haben ja auch noch einiges vor uns hier. Wir haben jetzt 38% geschafft tatsächlich. Ups. Oh, das ist... ui. Ein bisschen knifflig. Aber ich hab's geschafft. Okay, bisher so richtig Wikinger-mäßig habe ich jetzt aber noch nichts gesehen. Das sieht ja genauso aus wie im Jurassic Park oder mittelalterlich. Nur halt wieder mit ein bisschen mehr Holz. Ah doch, da, ich sehe es. Da sind die Wikinger-Schiffe. Okay. Dann bin ich hier tatsächlich richtig. Und da geht's jetzt auch drauf. Cool. Oh, das ist aber schön gemacht hier mit dem Laser. Dass das quasi die Balken ersetzt. Oh, und hier ist ja alles vollgelaufen mit Laser-Lava. Aber zum Glück kann ich über die Schilder rüber. Und da ist das Portal, ich sehe es schon wieder. Sehr gut. Aber da jetzt gehe ich erstmal wieder davon weg, um nachher wieder hinzukommen. Und du fährst besser nicht weg. Ah, gerade noch so geschafft. Sehr gut. Das war aber knapp. Hier rüber. Oh, und das Floß.
bewegt sich von oben nach unten. Kann man das überhaupt so Floß nennen? Was genau ist das? Auf jeden Fall eine Plattform. Und zurück um den Felsen herum. Und jetzt geht's auch wieder runter. Und jetzt geht's wieder zurück auf ein paar wickiger Schiffe. Oder beziehungsweise ich gehe eher dran vorbei. Achso, ich muss hier auf die Kisten drauf. Hoppla. Das sind wohl die Schatzkisten, die die Wikinger geklaut haben. Gut, dass sie sie überliegen lassen haben. Oh nein, ich habe die Lava berührt. Mist. Und noch einmal. Ich schaff das schon noch. Hier rüber, auf die Schatzkiste, okay. Oder doch daneben vorbei. Achso, ich muss hier einfach drauf springen, drüber. Und jetzt geht's ab ins nächste Portal. Und was ist das nächste, was wir machen? Wilder Westen, ich wusste es doch, Cowboys. Oh Mann, sieht das hier cool aus. Schaut mal. Das ist hier richtig wie im Wilden Westen. Da habe ich echt mega gut geraten, dass das doch drankommt. Hä? Moment mal, der hat ja einen Waschbär. Warum das denn? Ich will auch ein Waschbär. Wo ist mein Waschbär? Und die Kakteen darf ich nicht berühren. Das hätte ich mir eigentlich denken können. Mist, warum bin ich da drauf gesprungen? Nochmal einen Moment. Eine Frage habe ich hier noch. Da steht ja unten Stufe 100, aber auch 50%. Ich dachte, das sind 150 Stufen und nicht 200. Oh, irgendwas passt hier nicht so ganz. Aber egal, dann sind wir halt noch ein bisschen länger unterwegs. Vielleicht gab es ein Update oder so. Voll cool, man geht hier jetzt durch die Straßen und die Saloons durch. Das ist aber mal richtig gut designt. Das gefällt mir echt richtig gut hier. Oh, jeha! Cowboy Julian ist unterwegs. Und natürlich ist hier auch wieder Lava Laser. So, nächster Checkpoint und jetzt geht's ab in die Wüste. Der Wilde Westen ist natürlich auch ganz schön trocken. Oh, die Wüste ist scheinbar ein Labyrinth. Da geht's nicht lang. Versuchen wir es mal hier. Und da. So. Ich glaube, hier bin ich auf dem ganz guten Weg. Hier rum und geschafft. Glückwunsch, du hast den Ausgang gefunden, steht auf dem Schild. Vielen Dank für diese Glückwünsche. Okay, weiter hier lang. Und einmal darüber. Und darüber. Und schwupps. Hier lang. Und jetzt bin ich raus aus der Wüste und zurück in der Stadt im Wilden Westen. Ich gehe mal hier über die Heuballen rüber. Klettere hinauf. Springe rüber. Und klettere nochmal. Boah, das habe ich sogar direkt geschafft. Und jetzt geht's ab in den nächsten Saloon scheinbar. Howdy, Leute. Upsi. Hier sind schon wieder Kakteen einfach im Weg. Aber die waren wahrscheinlich schon vorher da. Dann dürfen die da auch bleiben. Und rüber. Hier wieder Vorsicht mit der Lava-Laser auf dem Boden. Und hier vorsichtig drüber springen. Geschafft. Oh yes. Nur eine Tür ist korrekt. Vielleicht die hier? Okay. Und jetzt sage ich die andere. Nein, das war falsch. Also zweimal links. Na gut. Die meisten haben wahrscheinlich falsch rumgedacht. Hier wieder rüber. Das ist ein richtiger Slalom-Parcours hier. Wie witzig. Okay, vorsichtig rüberspringen. Und yippie. Vorsicht vor diesen Lavafässern. Ach, die hier? Ich kann da gar nicht drum rumlaufen. Ich muss tatsächlich drauf springen. Gut, dass ich vorgewarnt wurde. Und, oh, das ist das Portal. Das war schon wieder im Wilden Westen. Na dann. Was kommt als nächstes? Industrie, Wir kommen der Gegenwart immer näher. Schaut mal, das sieht doch tatsächlich sehr modern hier aus. Aber dann werden wir doch bestimmt auch noch in die Zukunft kommen, oder? Achte auf das Gift. Ach so, hier ist jetzt auf einmal keine Lava-Laser mehr. Hier ist jetzt wirklich Gift. Na gut. Werden halt auch viele Giftstoffe so produziert, ne? Aber früher gab es doch auch schon giftige Dinge. Hätte auch früher sein können. Aber na gut, ist nur jetzt ein paar... Wie heißt sowas? Container. Genau, das war's. Plus, das steht vielleicht für die Entdeckung der Elektrizität oder so. Naja, sie wurde auch nicht unbedingt entdeckt, aber es wurde entdeckt, wie man sie sich zu schaffen macht und man sie benutzt. Ist ja fast wie ein Museumsbesuch hier. Wenn man sich durch die ganzen Zeitepochen durchreist und alles sieht. Oh nein, ich bin schon wieder ins Wasser gefallen. Das ist weiterhin scheinbar sehr gefährlich. Auch jetzt hier in der Industriezeit. So, links und rechts. Es ist auf jeden Fall... Oh, Mist, schon wieder. Sehr viel Grau, muss man sagen. Oh, hier bewegt sich schon wieder einiges, sehe ich. So, sehr vorsichtig sein. Einmal rüber und dann muss ich ganz schnell auch auf den anderen drauf. Und geschafft!
Oh, da hinten ist auch schon das Portal. Oh Mann, ich bin schon echt gespannt, wo es da weitergeht. Also wenn das jetzt schon die Moderne ist. Aber mit den 150 Stufen, das ist auf jeden Fall falsch gewesen, die Meldung. Wir sind ja jetzt schon deutlich drüber. Nee, drüber noch nicht, aber sehr nah dran. Oh nein, ich bin ins Wasser gefallen. Frühzeitig abspringen. Okay, hier bewegt sich wieder was. Schnell drauf. Die kann ja schweben. Und hier rüber. Nein, schon wieder den Absprung verpasst. Mist. Aber die andere auch. Hoppla. Jetzt bin ich wohl ganz falsch. Ah, geschafft. Sehr gut. Okay. Hier wieder warten. Oh, das Ding bewegt sich. Hoppla. Hab ich gar nicht verstanden. Und hier rüber. Hier lang, da muss man jetzt vorsichtiger rübergehen. Weil diese dünnen Balken hier, die andere springt einfach, macht die gar nicht so schlecht. Ich bin lieber ein bisschen vorsichtiger. Okay, nächster Checkpoint. Hier ist wieder Lava-Laser, also doch nicht nur Gift. Vorsicht, die Straße fällt auseinander. Wie bitte? Ach so, das hier ist die Straße, die schon auseinander gefallen ist. Ich dachte, während ich drauf springe, dass sie da verschwindet. Okay, von Industrie geht es jetzt weiter auf den Bauernhof. Wie bitte? Warum das denn? Was ist das denn? Hä? Das macht doch gar keinen Sinn. Aber okay. Ich hätte aber... Wenn, dann hätte ich Bauernhof ja schon vorher eingeordnet, vor der Industrie. Also so Bauern, die gab es doch auch schon im Mittelalter. Aber ist okay, ich mag Bauernhöfe. Bin ich mal gespannt, was man hier so alles entdecken kann. Das, hier wird auf jeden Fall Sachen angebaut. Sieht aus wie Weizen. Hier sind Heuballen. Dann hier durch die Lava drüber am besten. Nicht drauf. Wow, ganz schön eng. Oh, riesige Karotten. Cool. Die wurden hier auch angebaut. Dann geht's hier einmal rüber. Kann ich da jetzt nicht einfach schon drauf springen? Anstatt hier alles andere zu machen? Naja, aber eigentlich will ich alles machen. Ich weiß nur, die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall. Eine Abkürzung ist das. Also dann, wenn ihr das ja auch mal spielt, wisst ihr, da wäre eine Abkürzung, wenn ihr besonders schnell durch wollt. Aber ich möchte ja auch alle Level sehen, die es hier so gibt. Okay, hier wieder über so eine Brücke. Wow, das letzte Loch war ganz schön groß. Hä? Moment mal! Och, Mist. Bin ich doch runtergefallen. Und hopp. Und nochmal Sprung. Geschafft. Jetzt hier über die Wasserfälle. Oh Mann, ich darf das Wasser nicht berühren. Ist aber ganz schön eng hier. Egal, geschafft. Pass auf die Rechen auf. Oh, die darf ich wohl auch nicht berühren. Okay. Ganz vorsichtig hier drumherum. Auch nochmal über die Lava-Laser. Oder die Laser-Lava. Oh, das war knapp. Was sind das jetzt? Auberginen? Ja, es sind Auberginen. Warte, ich darf nicht drauf treten. Warum das denn nicht? Über die Karotten durfte ich drüber springen. Komischer Bauernhof. Dann geht's hier weiter. Und hier hoch. Wähle die richtige Brücke. Oh Mann, ich nehme mal die in der Mitte. Yay, es war richtig. Und jetzt links. Auch richtig. Ich habe zweimal richtig geraten. Sehr gut. Und dann geht's jetzt hier schnell zum Floß. Da war ich ja vorhin schon mal. Hochklettern, da los! Und jetzt muss ich über den Zaun drüber springen. Hopp, hopp, hopp. Da kann ich anscheinend nicht lang, obwohl ich da noch gar nicht war. Wie komme ich da denn dann hin? Oder war ich da schon? Nee, glaub nicht. Bin mir nicht sicher. Wir werden sehen. Erstmal auf jeden Fall hier über die Rechen drüber. Oh nein, doch, da hinten muss ich schon gewesen sein, weil hier ist das Portal. Ich habe es gerade schon gesehen, hier um die Ecke. Und dann müsste jetzt noch eine Welt kommen. Zukunft, los, Zukunft! Jetzt. Okay, dann haben die tatsächlich das Industriezeitalter. Ja, das ist jetzt dann Gegenwart. Okay, also in die Zukunft gehen wir wohl nicht. Aber dann haben die Industrie vor Bauernhof eingebaut. Das wird andersrum eigentlich mehr Sinn machen. Aber es war natürlich auch ein sehr moderner Bauernhof, würde ich sagen, wenn man sich das so angeschaut hat. Hä? Die Mülleimer sind einfach aufgegangen.
Wie frech. Ich hoffe, die Pappkartons haben nicht auch irgendeine böse Überraschung. Es scheint Umzugskisten zu sein. Okay, hier wieder vorsichtig durch. Wir haben es auf jeden Fall bald geschafft. So viel kann ich schon mal sagen. Wir kommen dem Ende immer näher. Oh, schon wieder ein Labyrinth oder wie? Oh, falsch. Dann hier lang. Ja, ich hab's geschafft. Ich hab den Ausgang gefunden. Und jetzt bin ich in einem Park. Schön gemütlich und sommerlich hier. Und hier sind jetzt wieder doofe Mülleimer. Aber wenigstens gehen die nicht einfach auf. Die haben die Laser schon direkt vorne drauf. Jetzt über ein paar Autos und Briefkästen. Interessante Kombination. Und der nächste Checkpoint. Jetzt gehen wir scheinbar in einen Vorgarten. Bisschen weiter rüber springen. Oh nein, ich habe was berührt. Mist, die Mist. Bei den Zebrastreifen. Und, wo muss ich denn jetzt lang? Achso, ich muss hier drauf bleiben, aber ich darf auch nicht den Laser berühren. Oh Mann. Ganz schön kompliziert. Und jetzt wird es auch noch ganz schön eng hier. Knappe Kiste, sage ich mal. Aber ich habe es geschafft. Oh, die sehen ja jetzt aus wie Polizeiautos fast. Die sind zwar lila, aber sieht aus wie Sirenen. Aber nein, das darf ich nicht berühren. Das ist wieder mal Lava-Laser. Und diese Mülltonnen gehen wieder auf. Diese blöden Mülltonnen. Schnell weiter. Kurz warten. Und weiter geht's. Hier sind wieder ein paar Briefkästen. So. Schon 96% geschafft. Leute, wir kommen dem Ziel immer näher. Noch drei. Ab in ein Haus. Wähle den richtigen Flur. Oh Mann, und da ist auch noch Lava davor. Ich hoffe, das ist richtig. Nein, das war auch noch falsch. Aber wir sind so nah dran, Leute. Oh Mann, ich schaff's nicht mehr. Ach, geschafft. Jetzt auf dieses Sofa hier rum. Und dann ist hier die Ziellinie, Leute. Danke, dass du Escape the Time Obby gespielt hast. Neue Spiele und Aktualisierungen kommen weiter. Dann geht's hoffentlich auch in die Zukunft. Das wäre ja cool. Leute, wir sind echt da. Und jetzt gehe ich erstmal in den Whirlpool. Das habe ich mir aber auch verdient. Leute, wenn ihr auch so viel Spaß hattet, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Hey Leute, ich bin's, Emma Vogel. Und wenn ihr noch mehr von uns, also Familie Vogel, hören wollt, dann schaut doch mal bei Spotify oder bei iTunes oder auch Amazon Music vorbei. Denn da findet ihr unsere tollen Hörspiele und glaubt mir, die sind wirklich richtig cool. Und ja, hört sie euch an. Viel Spaß!